Миша, можешь тоже, пожалуйста, сейчас? Миша у нас занимается этим. Но я тоже запишу, да, хорошо. И, дорогие друзья, пожалуйста, просьба выключить пока звук, кто не говорит, когда вы, непосредственно, когда у вас есть возможность что-то задать вопрос или что-то сказать, тогда включайте. Спасибо. Also, schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Herr Lubinski, herzlich willkommen in der Alma Mater im Online-Format, aber trotzdem. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, sehr geehrte Gäste dieser Veranstaltung. Im Namen der NGIMA-Universität möchte ich Sie heute Abend herzlich willkommen heißen. Unser Gast heute ist Botschafter der Russischen Föderation in der Republik Österreich, Dmitri Lubinski. Er hält einen kurzen Vortrag, einen Input-Vortrag und antwortet danach auf Ihre Fragen. Mit dabei ist auch Leiter der Abteilung für Fremdsprachenausbildung und Bologna-Prozess, Herr Jevtejew, dessen Student vor vielen Jahren eigentlich auch Dmitri Lubinski einmal war, und auch Dozentinnen und Dozenten des Lehrstuhls für Deutsch an der NGIMA-Universität. Сергей Валентинович, möchten Sie ein paar Grußworte sagen? Nein. Später, oder? Ich stelle schon einige Fragen, ja. Einige Fragen. Na, wenn gut, Sie mir danke. Das erlauben. Ja, danke sehr. Danke sehr. Ich möchte auch betonen, dass dieses Online-Treffen auf Initiative unserer Studierenden, und zwar des Deutschland-Studiengruppe, stattfindet. Ja. Victoria. Bitte, also machen Sie, ja, es geht. Ja, und ich glaube, jetzt haben das Wort gerade unsere Studierenden und eigentlich unsere Aktivisten, und zwar Masterstudent Alexander Davidov. Bitte schön, Alexander, Sie haben das Wort. Ja, danke sehr. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Professorinnen und Professoren, sehr geehrte liebe Studierende, ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Heute ist ein wichtiger Tag für unseren Club, nicht nur, weil wir weiter trotz aller Schwierigkeiten unsere Veranstaltungen organisieren, jetzt im Online-Format, aber sondern auch, weil wir heute einen wirklich besonderen Gast haben. Herr Botschafter, Eure Exzellenz, danke sehr dafür, dass Sie für uns Zeit gefunden haben. Wir freuen uns sehr. Bevor wir anfangen, würde ich auch sehr gerne meinen herzlichen Dank allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aussprechen. Mitglieder unseres Clubs haben ein großes Interesse gezeigt, heute teilzunehmen. Außerdem haben wir heute bei uns unsere alten und auch neuen Freunde aus anderen Unis, Moskauer Staatliche Universität, Diplomatische Akademie, Hochschule für Wirtschaft. Wir freuen uns, dass sie immer mitmachen. Und wir haben heute auch unsere Freunde, die wir im Rahmen des Social Dialogs im Herbst kennengelernt haben, unsere Kameraden aus Österreich, unsere Freunde aus Österreich. Ja, für diejenigen, die sich heute nicht angemeldet haben, machen wir das Video und werden dann das alles auf der YouTube-Seite aufladen. Ich möchte mich bei dem Lehrstuhl für deutsche Sprache bedanken und bei allen Professorinnen und Professoren, die uns immer unterstützen, natürlich Марина Анатольевна Чагашова, Сергей Валентинович Евтеев, Владимир Михайлович Поленов, Николай Иванович Андреев. Danke sehr, dass Sie immer uns Beistand leisten. Ein paar Worte zum Format und dann fangen wir an. Also, wir fangen jetzt mit der Eröffnungsrede an und dann werden wir die Zeit für die Fragen haben. Als wir die Registration hatten, haben sich sehr viele Studenten schon mit ihren Fragen gemeldet. Sie haben geschrieben, welche Fragen sie stellen wollen. Und wir haben die Besten ausgewählt und werden diesen Studenten das Wort heute geben. Wenn Sie im Laufe der Diskussion einige Fragen haben, dann können Sie Ihre Hand aufheben. Das können Sie im unter Mitglieder oder Участники machen, dort gibt es diese Option. Ja, das wäre es. Herr Botschafter, danke sehr, Sie haben das Wort. Vielen, vielen Dank. Grüß Gott von Wien nach Moskau. Ich freue mich sehr, Sie alle heute begrüßen zu dürfen, viele bekannte Gesichter zu sehen. Das Format ist wirklich fast neu für mich. Für Sie ist es ein bisschen besser bekannt, hoffe ich. Aber wir schaffen es. Wir haben ein breites Thema ausgewählt mit zwei Schwerpunkten.
die Beziehungen zwischen Russland und Österreich und wie diese Beziehungen in unserem breiteren Format der Beziehungen mit dem Westen oder mit der Europäischen Union, besser gesagt, widerspiegelt. Ich möchte mich zuerst in meiner Eröffnungsansprache einige Worte über die Schwerpunkte unserer Arbeit hier in Wien sagen, damit es vielleicht ein bisschen klarer wird, womit wir uns hier beschäftigen, welche Aufgaben wir in unserer Arbeit oder Zusammenarbeit mit unseren österreichischen Partnern in diesen schwierigen Zeiten setzen. Aber das breitere Thema über die Beziehungen mit dem Westen würde ich vorschlagen, in unserem anschließenden Gespräch näher zu diskutieren. Und das ergibt die Möglichkeit, unsere Meinungen auszutauschen. Ihre Meinung ist für mich sehr interessant und ich habe und hoffe, die Möglichkeit haben werde, auch meinerseits ein paar Fragen an die Freunde in Moskau zu stellen. Zuerst die Geschichte unserer Beziehungen mit Österreich ist sehr tief, sehr breit, mit vielen Schattierungen durch die Jahrzehnte. Obwohl die erste österreichische Republik vor etwa mehr als 100 Jahren ausgerufen war, haben die Kontakte, die Beziehungen zwischen Moskau und Wien eine viel längere Vorgeschichte. Die ersten Kontakte sind gut mehr als 500 Jahre alt. Die Reise von Baron Sigmund Herberstein nach Moskowia Ende des 15. Jahrhunderts, nach der sein bekannter Schriftwerk mit Beschreibung der Sitten und Gebräuche der Menschen und ihrer Sprache in unserem Land erschienen war, hat die interessante Rolle in Brückenbauen zwischen Russland und Europa gespielt und wahrscheinlich auch den ersten gegenseitigen Eindruck gelassen. Das war vielleicht der erste Anknüpft in unseren breiten Verbindungen, die sich durch diese Jahrzehnte unterschiedlich entwickelten. Ich möchte jetzt nicht auf die ganze Palette unserer inhaltsvollen Geschichte eingehen. Diese Geschichte kannte Höhepunkte, aber auch sehr, sehr dunkle Seiten. Heuer haben wir wirklich ein Jubiläumsjahr. Und das widerspiegelt sich natürlich in unserer Arbeit hier in Wien als die Botschaft, in unseren Schwerpunkten und wichtigsten Aufgaben, die wir zu erledigen haben. Und natürlich vor allem geht es um 75. Jubiläum der Befreiung Europas und Österreichs von Nazismus. Wir haben ein sehr, sehr großes Programm von verschiedenen Veranstaltungen vorbereitet. Die müssten wir natürlich korrigieren, ins virtuelle Format versetzen, wie auch überall in der Welt und wie auch unsere österreichischen Partner das erledigt haben. Für Österreich bedeutet das Jubiläumsjahr auch 25 Jahre Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Aber ich möchte mit einem wichtigen
Daten auch für unsere bilaterale Beziehungen und für die Geschichte Österreichs anfangen. Und zwar mit dem 15. Mai 1945, wo vier alliierte Mächte Staatsvertrag betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich unterzeichnet haben. Und seit genau 65 Jahren ist der Staatsvertrag ein fast heiliger Symbol der Freiheit für alle Österreicher. Das wichtigste Datum in der Geschichte, in der modernen Geschichte des Landes, jedenfalls. Russland und Österreich pflegen traditionell seit Jahrzehnten freundschaftliche, konstruktive und inhaltsvolle Beziehungen. Im Kontext und in Anbetracht der insgesamt instabilen Situation in der Welt, wo mit mehreren überraschenden Entwicklungen fast jeden Tag zu rechnen ist, folgen diese unsere bilaterale Beziehungen einen pragmatischen Modus und sind von gegenseitigem Respekt und der Berücksichtigung der nationalen Interessen des anderen gekennzeichnet. Bilaterale Kontakte auf verschiedenen politischen Ebenen weisen eine hohe Intensität auf. Zuletzt im Mai 2019, vor einem Jahr, in Sochi fand das Treffen zwischen unseren Staatsoberhäupten, Herrn Wladimir Putin und Alexander Van der Bellen, statt. Und zu diesem Punkt komme ich sicher zurück, weil es auch eine direkte Verbindung mit Sochi-Dialog hat. Und Sochi-Dialog, Gott sei Dank, hat seinen Stützpunkt in meiner Alma Mater, in GIMO, also direkte Verbindung und viele Anknüpfpunkte für hoffentlich weitere positive Entwicklung sehe ich auch hier. Als die Botschaft freuen wir uns, dass wir hier in Österreich sehr gute, konstruktive und ich würde mir erlauben zu sagen, vertrauensvolle Kontakte mit allen wichtigen Politikern und politischen Kräften haben. Und wir sind auf die planmäßige Arbeit mit der neuen Bundesregierung, das erst heuer im Jänner gebildet wurde, zwischen der österreichischen Volkspartei und den Grünen, mit dem Bundeskanzler Sebastian Kurz an der Spitze eingestellt, aber auch zur weiteren Aktivierung unserer bilateralen Zusammenarbeit, die in ganz verschiedenen Bereichen entwickelt wird, bereit. Die politischen, aber auch vor allem wirtschaftlichen Beziehungen, die einen pragmatischen Kern der Verbindung zwischen Russland und Österreich seit langem bilden, entwickeln sich nachhaltig. Die österreichische Wirtschaft bleibt durch die antirussischen EU-Sanktionen natürlich auch begrenzt, aber nicht so stark wie vielleicht mit manchen anderen EU-Ländern. Und die Stimmung in den Geschäftskreisen
hier in Österreich ist für uns außerordentlich wichtig. Die statistischen Daten über die Entwicklung des bilateralen Handels waren bis Jahresanfang positiv und entwickelten sich sehr gut. Laut unseren Angaben beträgt gegenseitige Handelsvolumen im letzten Jahr 5,8 Milliarden Dollar. Das war 2018, 2019 6,15 Milliarden. Obwohl es selbstverständlich klar ist, dass diese Zahlen unter den Einfluss der Corona-Krise hohe, niedrige, wie vielleicht überall in der Welt, ausfallen werden. Wir sind trotzdem zuversichtlich und überzeugt, dass die vorhandenen Möglichkeiten zur weiteren Verbesserung unserer bilateralen wirtschaftlichen und infrastrukturellen Zusammenarbeit zwecks gemeinsamer Meisterung solcher schwieriger Krise genutzt sein werden. Die Investitionszusammenarbeit spielt eine wichtige Rolle und entwickelt sich weiterhin erfolgreich in beiden Richtungen, was auch wichtig ist. Gemäß russischer Statistik belaufen unsere Investitionen in Österreich auf ca. 26,7 Milliarden amerikanische Dollar, die österreichische in Russland auf ca. 5,2 Milliarden. Aber in Zeiten der geltenden Sanktionen, über die österreichische Geschäftsleute überhaupt nicht glücklich sind und sogar die Nase voll haben, werden von den österreichischen Firmen Investitionsprojekte in Russland erfolgreich durchgeführt, realisiert. Insgesamt mehr als 15 solche Großprojekte zum gemeinsamen Wert von ungefähr 1 Milliarde Euro in solchen Bereichen wie Maschinenbau, Holzverarbeitung, Bauwesen, Chemie, Lebensmittelindustrie, erneuerbare Energien und viel mehr werden von dem österreichischen Business in Russland realisiert. Die Umsetzung solcher Projekte erfolgt mit tatkräftiger Unterstützung seitens der bilateralen gemischten Regierungskommission für Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Das ist das Hauptgremium für die Förderung der wirtschaftlichen Verbindungen und Lösungen von eventuellen Businessproblemen. Diese Regierungskommission muss jährlich turnungsmäßig in Russland und Österreich tagen. Und auch der russisch-österreichische Geschäftsrat, der 2017 zehnjähriges Jubiläum seiner Gründung gefeiert hat, bietet den Geschäftsleuten aus unseren Ländern die Möglichkeit für direkte informelle Kontakte. Ein paar Worte unbedingt muss ich auch über den Energiebereich hinzufügen. Unsere Energiekonzerne, führende Energiekonzerne Gazprom und OMV, arbeiten eng zusammen seit über 50 Jahren schon. Die Gaslieferungen aus unserem Land nach Österreich haben 2019 das historische Maximum von 14,1 Milliarden Kubikmeter überholt.
und das Pipeline-Projekt Nord Stream 2, darüber wird sehr viel jetzt gesprochen. Nord Stream 2 mit OMV als einer der Hauptinvestoren sich beteiligt, bleibt nach wie vor im Mittelpunkt des russisch-österreichischen Energiedialogs. Ein ganz besonderes Thema in unseren bilateralen Beziehungen und für mich auch persönlich ist kultureller Bereich, Kunst und alle möglichen neue Entwicklungen und neue gemeinsame Initiativen in dieser Richtung. Die russische Kunst, Musik, Theater, Kino, Malerei ist in Wien und in anderen österreichischen Bundesländern beinahe omnipräsent. Und auch österreichische Kunst und Kulturschaffende, wie Sie sicher wissen, genießen in Russland stets ein sehr hohes Ansehen. Die Zusammenarbeit im humanitären Bereich ist in den letzten Jahren von einer Reihe von umfangreichen thematischen Projekten gekennzeichnet. 2013 bis 2015 fanden gemeinsame Kultursaisons statt. Dann folgte eine Reihe von gemeinsamen thematischen, wie man sagt, Kreuzjahren. 2017 war Tourismusjahr Russland-Österreich, 2018 Jahr der Musik und kulturellen Routen. Diese Hinzufügung kultureller Routen bildet eine Art Brücke mit dem Tourismusjahr, also eine Fortsetzung, aber ein bisschen in anderem Format. Im letzten Jahr haben wir ein riesiges Projekt, Jugendaustauschjahr, sehr erfolgreich realisiert, mit vielen interessanten und sehr nützlichen Veranstaltungen. Sehr nützlichen, weil ich glaube, dass direkte Kontakte zwischen Jugendlichen unserer Länder, welche auch immer Bereiche sie betreffen, ist eine der wichtigsten Grundlagen für eine sehr gute freundschaftliche und positive Entwicklung unserer bilateralen Beziehungen für die Zukunft insgesamt. Jetzt sind wir in Vorbereitung eines nächsten Projektes. 2020/21 wurde durch unsere Präsidenten zum Jahr des Theaters und Literatur erklärt. Jetzt in dieser schwierigen Phase ist es vielleicht schwer vorstellbar, wie wir alle geplanten Punkte dieses großes und hochinteressantes Programm realisieren werden. Es werden irgendwelche Korrekturen kommen, aber wir arbeiten gerade daran. Das Ziel dieser Projekte insgesamt ist unter anderem gegenseitige interregionale humanitäre Kontakte zu fördern und weiterhin zu vertiefen. Und regionale Zusammenarbeit sowie Jugendaustausch zu intensivieren, ist ein
genießt unser Hauptaugenmerk gerade bei der Planung der kommenden Veranstaltung. Als Vertreter Russlands in Österreich bin ich viel und gerne, wenn Arbeitspläne das erlauben, unterwegs in den Bundesländern und treffe gerne mit Vertretern aus der Wirtschaft, Wissenschaft, Kulturschaffende. Die Verbindungen mit Russland pflegen oder anknüpfen wirklich möchten. Das erlaubt neue Ideen zu sammeln, zu fördern. Und wir freuen wirklich, dass in den letzten Jahren solche Kontakte zwischen mehreren russischen Regionen mit österreichischen Bundesländern, auch Städtepartnerschaften in verschiedenen Bereichen, in der Bildung, Kultur, Sport, Tourismus, alles Mögliche intensiviert wurden. Und gerade auch diese beiden regionale und jugendliche Komponente sind eine unabdingbare Teil des russisch-österreichischen gesellschaftlichen Forums Sochi Dialog geworden, das genau vor einem Jahr durch die Präsidenten bei der feierlichen Sitzung in Sochi eröffnet wurde. Die Projekte von Sochi Dialog oder unter Schirmherrschaft von Sochi Dialog genießen mehr und mehr Ansehen hier in Österreich. Das Interesse ist wirklich sehr groß. Und wir haben nur in einem Jahr eine ziemlich breite Geografie der Veranstaltungen zur Realität gebracht. Moskau und St. Petersburg, Sochi, wie gesagt, Wien, Salzburg und viele andere Städte in beiden Ländern werden hoffentlich kommen. Das zeigen auch meine Gespräche mit Landeshauptleuten hier in Österreich, wenn nur das Potenzial dieses Formats und Schwerpunkte in seiner scheinbar erst angefangenen Arbeit erwähnt werden, dann wird die tatkräftige Unterstützung fast automatisch garantiert. Und zum letzten in diesem Teil unseres Gesprächs, was ich noch erwähnen möchte, ist die Zusammenarbeit der Historiker unserer Länder. Sie verfolgen natürlich auch viele Diskussionen über Befreiung Europas, über den Zweiten Weltkrieg und allen mit, damit verbundenen europäischen Entwicklungen verfolgen. Ich möchte betonen, dass die russisch-österreichische Historikerkommission arbeitet mit großem beiderseitigem Interesse, arbeitet sehr konstruktiv, schon seit mehr als 10 Jahren und organisiert jährlich mehrere Konferenzen, runden Tischen. Aber die hat auch konkrete Ergebnisse solcher Zusammenarbeit. Was wir vor einigen Jahren mit unseren deutschen Partnern im Format einer ähnlichen Historikerkommission versucht haben, aber bis jetzt ergebnislos.
ist in der Tat in unseren Beziehungen in Österreich realisiert wurde, und zwar eine gemeinsame Arbeit, ein Lehrbuch Russland, Österreich, Stationen gemeinsamer Geschichte. Ein sehr interessantes Projekt, weil auch natürlich unsere Historiker nicht in allen Fragen und über allen Seiten dieser gemeinsamen Geschichte übereinkommen, aber die haben den Mut zu versuchen, im Rahmen eines gemeinsamen Projektes das darzustellen. Diese Arbeit wird im Rahmen der Kommission fortgesetzt. Die Kommission hat mit dem schwierigsten Jahrhundert, 20. Jahrhundert angefangen, aber hat groß angelegte Pläne, tiefer in die Geschichte einzugehen und weitere interessante Projekte über unsere gemeinsame Geschichte werden natürlich folgen. Und der Co-Vorsitzende dieser Historikerkommission, Herr Professor Stefan Karnach, wird bei mir gerade morgen so eine Tasse Tee vorbeikommen und wir werden unsere Gespräche fortsetzen. Also das Leben und die Arbeit geht weiter. Also das sind ungefähr in groben Zügen die Schwerpunkte, die ich am Anfang als unsere bilaterale Beziehung Österreich anbetrieb, erwähnen wollte und stehe gerne für Ihre Frage, aber auch für das zweite Teil unseres Themas. Danke, danke sehr, Herr Botschafter. Ja, jetzt kommen wir zu den Fragen. Wir würden gerne damit anfangen, dass ich finde es wirklich bemerkenswert, dass unsere Studenten immer wieder Österreich erforschen und innenpolitische, außenpolitische Lage in Österreich als Thema für ihre Masterarbeiten auswählen. Und so macht Artem Vlasov, unser Masterstudent, und er hat heute auch eine Frage. Bitte sehr, Artem. Guten Tag, Herr Botschafter. Vielen Dank. Ich habe eine Frage. Heutzutage sind die Beziehungen zwischen Russland und der EU ziemlich angespannt. Wie meinen Sie, kann Österreich zur Plattform für Verbesserung der Beziehungen zwischen Russland und der EU werden? Ist es möglich oder unmöglich? Danke. Eine sehr wichtige und interessante Frage. Ich kann vielleicht stundenlang darüber sprechen, aber die Frage habe ich erwartet und deshalb brauche ich ein paar Minuten Ihrer Aufmerksamkeit, um Ihnen etwas ganz Frisches vorzulesen. Heute erschien in der Presse, die Presse ist, Sie wissen, eine der renommiertesten österreichischen Zeitungen, ein höchst interessantes Interview meines deutschen Kollegen. Aber zuerst vielleicht auch ein paar Worte über ihn. Der deutsche Botschafter in Österreich seit fast einem Jahr, weniger als einem Jahr, seit September, im September war er gekommen, heißt Ralf Beste, ein Historiker, ein Journalist, der mehrere Jahre zuerst in der Berliner Zeitung arbeitete, aber auch für die Spiegel zum Beispiel.
Der war vom damaligen Außenminister und jetzt Bundespräsident Steinmeier nach Auswärtiges Amt geholt und war danach einige Jahre Leiter des Planungsstabes in Berlin, eine sehr wichtige, wie Sie verstehen, Position. Wir kennen uns schon seit ziemlich langem und ich schätze wirklich seine professionelle Einschätzung. Das Interview heißt: Österreich sollte sich nicht verstecken. So sieht mein Kollege aus. Und er antwortet zum Beispiel Frage oder eine Reihe von Fragen, die genau in die gleiche Richtung gehen, wie die jetzt mir gestellte Frage. Wieso Österreich? Welche Rolle spielt Österreich in Europa? Wieso ist Österreich wichtig? Und meinem Kollegen wird folgende Frage gestellt. Österreich nahm in der EU zuletzt mehrmals abweichende Position ein. Von der Flüchtlingskrise über die Haltung zu Ungarn bis zu den Anleihen. Wie kommt das in Berlin an? Die Antwort: Es wird hier in Wien vielleicht unterschätzt, aber Deutschland hält Österreich für ein erfolgreiches und selbstbewusstes Land. Und deswegen ist es auch nicht überraschend, dass Österreich eigene Position vertritt. Dann folgt noch eine Frage. Deutschland denkt, die europäische Perspektive zumindest rhetorisch stets mit. Richtet Österreich seine Außenpolitik stärker an nationalen Interessen aus? Die Antwort: Deutschland ist nicht das Maß der Dinge, sagt der deutsche Botschafter. Wir setzen nicht den Standard für europäisches Verhalten. Es gibt in Deutschland eine starke Tradition, das europäische Einigungswerk in der Prioritätenliste weit nach oben zu setzen. Als historische und moralische Lehre aus zwei Weltkriegen, die wir entfesselt haben. Deutschland hat sich nach 45 Jahrzehnte lang schwer getan, überhaupt Interessen zu benennen. Österreich ist da vielleicht lockerer und stärker daran ausgerichtet, wie sehr die EU Österreich nutzt. Doch im selben Maß wie Österreichs Rolle in Europa aufgrund wirtschaftlicher und politischer Erfolge wächst, steigt auch die Erwartung, dass Österreich Verantwortung für das Gelingen Europas übernimmt. Österreich ist kein kleines, sondern ein starkes, mittelgroßes Land. Ich glaube, die Einschätzung ist wirklich sehr passend. Was macht Österreich wichtig in Europa? Und interessant für unsere Arbeit mit Europa ist, dass Österreich versucht, nicht nur das europäische Projekt mitzugestalten, aber das mit eigener Stimme zu machen, die gehört wird. So würde ich auch auf diese Frage und auch an unseren, bezüglich unseren Interessen
an Österreich in Verbindung mit der Entwicklung der, des Dialogs, der Zusammenarbeit zwischen Russland und der Europäischen Union insgesamt kennzeichnet. Vielen Dank. Danke sehr. Also wir gehen weiter. Das Stichwort der Frage war das Wort Plattform. Ja, was ich persönlich erlebt habe, dass unser Lehrstuhl für deutsche Sprache wirklich zu einer Plattform des Dialogs wurde in den letzten Jahren, dank Marina Antonina natürlich und Sergei Valentinovich. Und sehr viele Menschen nehmen sehr gerne an den Veranstaltungen von dem Lehrstuhl teil. Und Natalia Pisarenko macht das auch oft und wollte heute auch eine Frage stellen. Ja, vielen Dank für das Wort. Schönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schönen guten Abend, sehr geehrter Herr Botschafter. Ja, wie schon gesagt wurde, studiere ich zwar an einer anderen Hochschule, Dolmetschen und Übersetzen, aber ich interessiere mich sehr für österreichisch-russische Beziehungen. Und wenn ich darf, wollte ich Ihnen zwei Fragen stellen. Mich würde interessieren, ob russisch-österreichische Beziehungen durch die Corona-Krise beeinflusst wurden und wenn ja, dann inwieweit und wie würden Sie diese Veränderungen bezeichnen, eher als positiv oder als negativ? Und die zweite Frage wäre, wie sehen Sie die weitere Entwicklung der Beziehungen zwischen Russland und der Europäischen Union? Könnte man überhaupt angesichts der heutigen Situation auf eine baldige Rückkehr Russlands in die G8 hoffen? Vielen Dank. Danke für Ihre Fragen. Ich versuche meine Reaktion kurz zu fassen. Also wie vielleicht alles in unserem Leben hat die Corona-Krise einen Einfluss auf die Entwicklung unserer Beziehungen. Aber ich glaube, das Hauptpunkt, das ich schon erwähnte, was unsere Beziehungen mit Wien anbetrifft, ist die nachhaltige Entwicklung. Was wir als die Botschaft in unserer täglichen Arbeit erleben, und was uns wie Diplomaten überall in der Welt in der Arbeit hindert, ist, dass wir keine direkten Kontakte für wirklich vertrauliche Gespräche, die wir mit vielen Partnern hier in Wien pflegen, fortzusetzen. Aber trotzdem, alle wichtigen Kontakte bleiben bestehen. Also was auf höchster Ebene vor einem Jahr vereinbart war, was in Kontakten von Außenministerien fortgesetzt wurde, wird ziemlich planmäßig realisiert. In neuen Formen, in neuen Formaten, aber etwas müssen wir verlegen. Aber im gesamten Bild unserer Beziehungen würde ich solche Hindernisse keinesfalls überschätzen. Wir arbeiten planmäßig, die Stimmung von beiden Seiten ist gut. Aber solche Krisen bedeuten natürlich neue Schwerpunkte, neue Themen, Bereiche, die unser Augenmerk genießen und genießen müssen. Also die Zusammenarbeit zum Beispiel von
Akademien der Wissenschaften Österreichs und Russlands hat auch eine gute und interessante Geschichte. Und vor einigen Monaten haben wir mit dem österreichischen Präsidenten der Akademie der Wissenschaften darüber sehr ausführlich gesprochen. Aber jetzt ist natürlich der Moment gekommen, solche Themen wie wissenschaftliche Kontakte, besonders zu den Themen, die mit verschiedenen gesundheitlichen Problemen mit Viren zu tun haben. Solche Themen müssen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und wir arbeiten auch daran. Und ich bin absolut sicher, dass im Dialog der Wissenschaftler unserer Länder werden wir auch eine wichtige Entwicklung in den kommenden Monaten, wenn nicht Wochen, bekommen können. Was breiter die Beziehungen mit der Europäischen Union oder mit dem Westen insgesamt anbetrifft, also die Frage hat keine einfache und klare Antwort. Das hängt natürlich von sehr vielen, vielen Entwicklungen, vielen Mitspielern ab. Aber insgesamt, es gibt zwei politische Schulen zurzeit, wie ich das sehe. Die eine ist, dass in Zeiten solcher Krisen hat man die Chance, die Möglichkeit, was uns definiert, was zwischen uns steht, beiseite zu schieben und zu versuchen, etwas Gemeinsames zu gestalten. Die zweite politische Schule ist, alles bei Alten zu lassen. Also wenn man die österreichische Presse über wichtige, auch die österreichische, aber natürlich nicht nur, über wichtige politische Themen aufmerksam verfolgt. Ich habe darüber auch Kommentare hier in der Presse geschrieben. Kann man den Eindruck gewinnen, dass die einfachste Antwort auf alle Fragen in der Welt ist, kann nur einzigartig lauten. Russland ist an allem schuld. Und was unsere Arbeit hier im Lande nicht erleichtert, ist das Faktum, dass gerade durch die Presse, durch die Massmedien solche Ansichten im Westen sehr breit verbreitet werden, obwohl, was wir hier in Österreich sehen und fühlen aus unseren Kontakten, die Mehrheit ist damit absolut gar nicht einverstanden, obwohl es hinterlässt Spuren. Und mit solchen Vorstellungen zu kämpfen, ist vielleicht eine der wichtigsten Aufgaben, was unsere diplomatische Vertretungen überall in der Welt, aber besonders in den wichtigsten Hauptstädten zu erfüllen suchen, ist gerade das Bild und die Image Russlands als offenes, modernes,
und für die Zusammenarbeit, offenes und an diese, an solche Zusammenarbeit interessiert das Land darzustellen, was wir mit unseren Kräften auch zu tun versuchen. Danke sehr. Wir haben heute auch Freunde aus Österreich, mit denen wir dank dem Sochi-Dialog unsere Freundschaften geschlossen haben. Und ich würde gerne das Wort jetzt auch Adalbert übergeben. Bitte sehr. Sehr geehrter Botschafter, hört man mich? Ja, ja. Gut. Es geht sehr ja. Gut. Vielen Dank für die interessanten Einblicke und die Ausführungen, die wir bereits hören durften. Meine Frage schlägt in eine ähnliche Kerbe, vielleicht noch ein bisschen das Bild erweiternd. Wie sehen Sie die Rolle der russisch-österreichischen Beziehungen in einem größeren Kontext? Einerseits zu den Beziehungen der Russischen Föderation und der Europäischen Union, was Sie ja schon angesprochen haben, aber auch in einem generellen Kontext eines größeren europäischen Raumes, beispielsweise dem Westbalkan oder auch dem Kaukasus. Was die außenpolitischen Themen anbetrifft, wir sind im engen Kontakt mit dem Außenministerium hier in Wien, haben direkte und offene Gespräche auf Ministerebene, Vizeministerebene, Abteilungsleiter. Ich weiß, dass wir auch ziemlich gute Kontakte durch unsere Botschafter in erwähnten Ländern haben. Aber insgesamt kann ich auf diese Frage nochmal wiederholen, was auch mein deutscher Kollege in seinem Interview betonte. Für mich als Botschafter ist sehr wichtig, dass Österreich eine erfahrene historische diplomatische Schule hat und in vielen wichtigen Fragen der aktuellen Tagesordnung, der Weltpolitik haben wir erfahrene und sehr gut vorbereitete Ansprechpartner hier im Außenministerium, im Auswärtigen Dienst, aber auch unter den österreichischen Fachleuten. Österreich, das habe ich auch erwähnt, versucht, ihre Stimme in Europa hörbar zu machen. Und nicht nur in Europa natürlich. Mit gewisser Erfolg. Deshalb bin ich absolut sicher, dass es lohnt sich, unser bilateraler Dialog auch zu außenpolitischen Themen, zu den wichtigsten Themen der europäischen Entwicklung zu vertiefen. Und ich weiß, dass es absolut die Ansicht des österreichischen Bundeskanzler ist. Also ich bin zuversichtlich, dass wenn die gemeinsame Corona-Situation, die Situation um diese Krise sich beruhigt, werden unsere bilaterale Kontakte, direkte bilaterale Kontakte auf allen möglichen Ebenen zu sehr, sehr vielen Fragen oder Fragenkataloge sogar
weiterhin sehr aktiv entwickeln. Vielen Dank. Danke sehr. Ich wollte auch sagen, dass Adalbert so gut Russisch spricht, dass wir den ersten Tag nicht verstanden haben, welcher Delegation er gehört, der russischen oder der österreichischen. Ja, wir haben auch heute Absolventen, die an der Veranstaltung teilnehmen. Viktoria Fedosova wollte auch heute eine Frage stellen. Bitte sehr. Viktoria, wir hören nicht. Wir hören Sie nicht, wir hören Sie leider nicht. Viktoria, wir hören nicht. Können Sie das Mikrofon? Alexander, können Sie also das? Ja, ich kann. Ja, jetzt geht's los. Vielleicht ohne Kamera geht es besser. Guten Abend, sehr geehrter Herr Botschafter, sehr geehrte Organisatoren und Teilnehmer. Ich habe GIMO schon vor einem Jahr absolviert, abgeschlossen mein Studium und arbeite jetzt wie eine Leiterin der Informationsabteilung in einer russischen gesellschaftlichen und politischen Organisation. Aber ich interessiere mich noch für russische Außenpolitik, und zwar österreich-russische Beziehungen. Und Herr Botschafter, Sie haben schon erwähnt, dass im Jahr 2019 hatten die Exporten von Gas nach Österreich aus Russland ein historisches Maximum erreicht. Aber im Januar, April 2020, Gazproms Export nach Europa ist auf 21,4% gesunken im Vergleich zum Vorjahr, und das geplante Ende der Verhandlungsphase für den Erwerb einer Beteiligung an der Russlands Achimov Formation VNV bis Juni 2022 wurde verschoben. Auch die Nachfragestruktur Flüssiggas, Pipeline-Gas ändert sich in Europa auch, vielleicht langsam, aber ändert sich. Und in diesem Zusammenhang, welche Maßnahmen zur Bewältigung solcher strengen globalen Tendenzen sehen Sie als positiv für die russische Energiewirtschaft? Und welche Rolle Ihrer Meinung nach spielt diese nachhaltige österreichisch-russische Kooperation dabei? Danke sehr. Vielen Dank, aber die Frage geht natürlich viel weiter als unsere bilaterale Agenda, obwohl diese Themen eine wichtige Rolle wie insgesamt die Energiewirtschaft in unseren Beziehungen spielen. Ganz am Anfang meiner Thesen erwähnte ich, dass die Zahlen von unseren bilateralen Handelsvolumen, von Energielieferungen natürlich höher, niedriger ausfallen werden. In welchem Ausmaß gibt es noch verschiedene Einschätzungen? Aber was die gesamte Entwicklung anbetrifft, ist von gesamter Situation auf Energiemärkten, Erdölmärkten vor allem, abhängig. Und in dieser Hinsicht OPEC Plus Format, das OPEC und OPEC Plus hat auch eigenes Wohnsitz hier in Wien. Deshalb haben wir die Möglichkeit, es auch ein bisschen ausführlicher vielleicht zu verfolgen. OPEC Plus Entwicklung hat schon jetzt eine stabilisierende Rolle in der Energiewirtschaft eingenommen und schon in den letzten Wochen gezeigt. Ob in der Perspektive das von allen beteiligten wichtigen Mitspielern weiterhin verfolgt wird, ist eine meiner Ansicht nach ziemlich offene Frage, aber
hoffentlich wird es uns alle erlauben, die gesamte wirtschaftliche Lage zu stabilisieren. Und mit dieser Hoffnung betrachte ich auch die weitere Entwicklung unseren gemeinsamen wirtschaftlichen Projekte mit österreichischen Partnern, die weiterhin verfolgt werden. Vielen Dank. Danke sehr. Wir haben auch eine Frage über die innenpolitische Lage in Österreich und Co-Vorsitzende des Clubs wollte diese Frage stellen. Daniela, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Botschafter, für die Vorlesung und auch für die Möglichkeit, die Fragen zu stellen. Also wir verfolgen auch im Rahmen des Deutschunterrichts an der GIMO die innenpolitischen Ereignisse in Österreich. Und da gab es ziemlich viel Interessantes in den letzten Monaten. Anfang dieses Jahres haben die ÖVP und die Grünen eine Regierungskoalition gebildet. Und wir wissen, dass es zwei sehr unterschiedliche Parteien sind, programmatisch und auch kulturell. Und also wie würden Sie die Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Parteien einschätzen? Gibt es Hindernisse bei der Durchsetzung der Gesetze? Und also wie würden Sie das einschätzen? Sie haben vollkommen recht. Die neue Regierungskoalition hat ein sehr interessantes Regierungsprogramm im Jänner abgestimmt und der Öffentlichkeit präsentiert mit einigen klaren Schwerpunkten. Die gesamte Entwicklung, die Corona-Krise, aber auch der Einfluss dieser Krise auf die wirtschaftliche Entwicklung des Landes, aber auch überhaupt in der Welt, wird für diese Regierungskoalition eine tragende Rolle spielen. Jetzt sind alle Bemühungen mit Bekämpfung von Ursachen dieser Krise verbunden. Aber auch in der Öffentlichkeit, in Massmedien bekommt mehr und mehr Aufmerksamkeit das Thema, wie kommen wir auf den Kurs der wirtschaftlichen Wiederaufbau zurück. Und die Frage ist äußerst wichtig, nicht für Österreich, sondern im größeren Maßstab, im gesamten europäischen Format, weil Österreich ist sehr eng in allen Hinsichten in diese Struktur vernetzt und von eigener Kraft kann solche Probleme nicht eigenständig lösen. Im EU-Format gibt es bekanntlich auch unterschiedliche Ansichten, wie welche Wege am sichersten aus dieser Krise führen. Ob nur ein Programm der Europäischen Union dafür genügt, ist auch eine offene Frage. Und ob wir nicht nur viel breiter
unsere Vereinigung Kräfte der Bemühungen des Potenzials und Reserven diese Krise bewältigen können. Also momentan gibt es viel, viel mehr Fragen als die Antworten. Aber ich verfolge natürlich mit großem Interesse die Linie, die österreichische Bundesregierung jetzt ausarbeitet und mit welchen Schwerpunkten der Bundeskanzler und die Bundesminister mit den europäischen Kollegen dieses Dialog führen. Auch in den letzten Tagen, in der letzten Woche, konnte man ein Gefühl gewinnen, dass auch hier die Stimme Österreichs eine bedeutende Rolle spielt, in Zusammenarbeit mit einigen europäischen Partnern. Und die Zeit, nur die Zeit wird zeigen, mit welchen Ergebnissen man aus dieser Krise rauskommt. Vielen Dank. Danke sehr. Und jetzt Nikita Lipunov wollte auch eine Frage stellen. Student, Masterstudent der auch unserer Uni. Ja, sehr geehrter Herr Botschafter, guten Abend. Zuerst möchte ich mich so bei Ihnen bedanken, so dass Sie Zeit gefunden haben, mit uns so die russisch-österreichische Beziehungen zu besprechen. Und in meiner Frage werde ich so das Thema der digitalen Diplomatie so auf das Thema der digitalen Diplomatie eingehen. Und soweit ich weiß, sind Sie sehr aktiv auf verschiedenen sozialen Plattformen, zum Beispiel Telegram oder Facebook. Aber die Situation in anderen Botschaften, russischen Botschaften, lässt zu wünschen übrig. Und in diesem Zusammenhang, so wie meinen Sie, soll unser Außenministerium so die digitale Diplomatie entwickeln? Und ist das wirklich effektiv? Die Botschaft versucht mindestens solche neue Formate und die digitale Diplomatie, die Methoden der Arbeit in diesen Formaten zu benutzen. Wir müssen auch lernen, ich persönlich, ich beneide sehr oft meine jüngere Kollegen, die viel mehr Erfahrung in dieser Hinsicht haben, aber ich habe Geschmack für diese Arbeit für mich selbst gefunden. Ich bin zufrieden, welche Reaktion unsere Bemühungen in dieser Hinsicht hier in Österreich gewinnen. Und ich glaube auch, dass im Außenministerium in Moskau, in der Zentrale, gewinnt das Thema mehr und mehr Aufmerksamkeit und Bedeutung. Es ist eine Herausforderung vielleicht, aber eine sehr wichtige und ich glaube auch eine positive Herausforderung, weil durch solche neue Formate gewinnt man auch die Möglichkeit, direkt an das Publikum etwas Wichtiges weiterzugeben.
Also mindestens hier in Wien, in Österreich, hoffe ich, funktioniert es. Und ich glaube, wenn wir in diese schwierige Krisensituation gelangen waren und offen gesagt fast sehr viel weniger Möglichkeiten für direkte Kontakte bekommen. Also war das ein von vielen Hinsichten wichtiger Punkt, uns noch mehr Aufmerksamkeit auf solche Plattformen wie Instagram, Facebook oder auch andere zu lenken. Wir werden das versuchen, noch besser zu machen. Danke. Wunderbar. Vielleicht haben unsere Professorinnen und Professoren irgendwelche Fragen. Ja, Alexander. Sogar Evgeniev hat sich gemeldet. Bitte schön. Ja, ja. Ja, Dmitri Evgeniev, ich freue mich sehr, Sie zu sehen und begrüßen zu dürfen. Ja. Und ich bedanke mich bei Ihnen mehrmals. Erstens einmal für Ihren Auftritt und interessante Informationen. Zweitens für Ihre ständige Unterstützung von unseren Projekten. Ich meine natürlich ja diese Videokonferenzen, ja, und Möglichkeit mit Ihnen und vor kurzem mit Frau Kneisse zu sprechen. Ja. Drittens für ständige Kontakte zum MGIMO, zu der MGIMO-Universität. Ich hätte auch eine Frage. Also bei seinem Auftritt auf der Botschafterkonferenz des Deutschen Auswärtigen Amtes erwähnte der EU-Spitzenpolitiker Joseph Borrell vor kurzem, vor 3 Tagen, das Zeitalter von Amerika ist zu Ende und das asiatische Zeitalter habe begonnen. Das bedeutet praktisch eine neue Wende von historischer Bedeutung. Können Sie jetzt irgendwie die Auswirkungen von dieser Wende in der EU, in Österreich schon fühlen? Oder sind das nur Aussichten, Wunschideen und so weiter? Schönen Dank. Offen gesagt bin ich nicht so sicher, dass solche Wende schon ein Faktum ist. Also was ich über diese Borrell-Aussage meine, es sieht wie ein Fotoaufnahme, Momentaufnahme aus. Heute scheint es so zu sein. Amerika zieht sich zurück von der internationalen Tagesordnung und die asiatische Richtung gewinnt an Bedeutung. Ich bin absolut nicht sicher, wenn morgen etwas Umgekehrtes in Washington erklärt wird. Wie wird Herr Borrell auf eine solche umgekehrte Version reagieren? Also die Europäische Union hat in dieser Krise Schwierigkeiten gehabt, einerseits schnell, wenn nicht prompt, zu reagieren, andererseits mit eigener Stimme zu sprechen. Es gibt zu viele Schattierungen, zu viele Interessen sind im Spiel und die Amerikaner
verfolgen eine eigene Tagesordnung in Europa in den Beziehungen mit der EU und mit einzigen europäischen Staaten und machen kein Hehl daraus. Deshalb würde ich solche Thesen, die ein bisschen aus dem gesamten Kontext rauskommen oder rausfallen, nicht überschätzen. Schönen Dank, Herr. Danke sehr. Unsere Zeit ist fast um. Ich würde gerne auch eine Frage stellen. Das wird die letzte Frage sein. Auf Ihrer Facebook-Seite veröffentlichen Sie ziemlich oft Fotos mit Unterschrift «Nasche австрийскостие». Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagen könnte, wie man das ins Deutsche übersetzen könnte. Aber trotzdem, was hat Sie am größten in Österreich im kulturellen Sinn beeinflusst oder beeindruckt, inspiriert? Danke sehr. Наши австрийскости habe ich wirklich keine passende Übersetzung für diesen erfundenen, meinerseits erfundenen Begriff gefunden. Hoffe nur auf die Hilfe von Wladimir Michailowitsch Polenow als bester Auskenner auch in Österreich in dieser Hinsicht. Aber es ist wirklich einerseits eine wichtige Seite unserer Arbeit hier in Österreich. Es ist ein kulturelles Land und Wien ist einer der bedeutendsten, wenn nicht der bedeutendste Hauptstadt, Kulturhauptstadt Europas. Und wie gesagt, die russische kulturelle Präsenz in Wien und in Österreich insgesamt ist wirklich sehr stark. Und dadurch kann man noch mehrere enge Kontakte, Freundschaften gewinnen und anknüpfen. Für mich persönlich ist das wirklich viel mehr als nur ein Teil, eine Seite meiner professionellen Arbeit in Österreich, weil es ist schon zum Teil meiner auch professionellen Aufgaben geworden. Und durch die Entwicklung solcher Projekte wie Jugendjahre oder besonders in besonderem Ausmaß Sochi-Dialog kann man wirklich sehr vieles erreichen. Wenn wir mit der Idee, ein gesellschaftliches Forum mit unseren österreichischen Freunden und Partnern zu Gesprächen gekommen waren, habe ich damals mit der Geschichte von Petersburger Dialog von Anfang an angefangen, weil wir in Moskau, in Russland haben schon mit einigen Ländern solche bedeutende Formate zum Leben gerufen, aber gerade mit Petersburger Dialog angefangen. Österreich hat bis zum letzten Mal, Jahr keine ähnlichen Formate mit den ausländischen Partnern gehabt. Das war ein Novum und hat eine sehr interessante, meines Erachtens, Entwicklung bekommen. Wind of Change, würde ich sagen.
ein bisschen in dieser Hinsicht etwas ganz Neues, aber sehr, sehr Interessantes. Und was mir auch sehr gefallen hat, dass wir im letzten Jahr unsere Idee erfolgreich realisiert haben, solche Dialogformate mit verschiedenen Ländern, Petersburger Dialog, Trianon mit Frankreich und solche Dialog mit Österreich unter einem Dach bei einigen Veranstaltungen zu bringen. Es ist uns gelungen und die Interesse wird schon von noch einigen europäischen Ländern gezeigt. Vielleicht kommt auch etwas Neues daraus. Danke sehr, Herr Botschafter. Nochmal einen herzlichen Dank für so ein interessantes und fruchtbares Gespräch. Ich denke, dass Sie für viele Studenten heute mehr Klarheit geschafft haben, nicht nur im theoretischen Sinne, wie die Tendenzen verlaufen, sondern auch, wie die Botschaft verschiedene Herausforderungen überwindet und weiter erfolgreich den Dialog pflegt. Danke sehr. Ja, und wenn Sie es mir gestatten, so möchte ich auch ein paar Worte zum Abschluss unseres Treffens sagen. So äußere Umstände wie zum Beispiel diese Corona-Krise kann unser Leben auch negativ beeinflussen. Unsere Aufgabe bleibt doch, diesen Trends entgegenzusteuern und immer nach Auswegen aus solchen schwierigen Situationen zu suchen. Und sowas haben wir auch heute alle demonstriert. Ich möchte mich bei allen Teilnehmenden bedanken, herzlichst bedanken für ihr Interesse, für ihre aktive Beteiligung an dieser Gesprächsrunde. Und ich hoffe trotzdem, dass wir uns bald auch im Offline-Format treffen. So, die Hoffnung ist also das Wichtigste in dieser Situation auch. Herzlichen Dank, wirklich. Also Herr Botschafter, herzlichen Dank und also meinen Kolleginnen und Kollegen herzlichen Dank und allen Teilnehmenden. Danke sehr. Danke sehr. Ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank für Ihr Interesse, für sehr interessante Fragen und Meinungen. Und ich komme wieder. Es ist eine feste Versprechung. Ja, na gut, wir haben das behalten. Danke sehr. Danke sehr. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Danke sehr.